Liebe Zuschauer, heute zeige ich euch das App-Spiel Camel Up. Das Spiel Camel Up ist ein wirklich sehr beliebtes Spiel, wobei ich sage nach wie vor, am liebsten spiele ich es dann doch mit mehreren Spielern. 3, 4 Spieler mindestens macht durchaus Sinn. Und es ist mittlerweile auch, je nachdem wann ihr das Video schaut, immer mal wieder im neuen Design erschienen. Also hier müsst ihr einfach mal schauen, was euch gefällt, beziehungsweise ob euch das Spiel gefällt. So, wir steigen auch gleich ein und man merkt, es ist schon ein bisschen umfangreicher, das Spiel. Ich habe jetzt Sound und alles mal abgestellt, dass man das sieht. Wenn man sich hier mal die Sprache, kann man auch auswählen, die Anleitung anschaut, ich habe ja gesagt, es bin umfangreicher, dann ist hier gar nicht viel. Das war's. Das heißt, eigentlich ist es eine DIN A4 Seite mit einigen Beispielen, das war's. Das heißt, ja, hier könnt ihr es euch durchlesen, ihr könnt quasi gleich anfangen zu spielen. Wenn ihr euch das aber durchliest, die Anleitung, die ist mir fast ein bisschen zu kurz geraten, weiß man eigentlich gar nicht was zu Recht, was man hier machen muss und vielleicht deswegen auch ein kleines Video, dass man sieht, was denn hier passiert. So, ich klicke erstmal auf Spielstart und ich mache einfach mal eine Einführung zum Beispiel. Und das ist jetzt der Vorteil, wenn ihr die Anleitung nicht verstanden habt, dann schaut euch die Einführung an. Hier wird euch alles erklärt, was ihr machen müsst. Trainer hat gewürfelt, was hier passiert, wirklich ganz einfach und schön gemacht. Jetzt klicken wir einfach mal auf neues Spiel. In dem Fall, ihr merkt auch, wie viele Spieler da möglich sind, auch Computergegner. In dem Fall nehmen wir einfach. Und ich spiele den Mensch, das heißt J als Name hinterlegt. Das heißt, wir spielen das Ganze zu zweit. Ich habe ja gesagt, zu zweit macht es wenig Sinn. Dazu vielleicht später mehr noch, aber ihr könnt es als App auf jeden Fall gut zu zweit spielen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. So, aber um was geht's? Ich habe ja noch gar nicht viel über das Spiel gesagt. Wir machen hier quasi ein Kamelrennen. Hier sieht man die Kamele, sind so aufgebaut, alles zufällig und die machen ein Rennen hier drumherum. Ihr als Spieler habt mehrere Möglichkeiten. Ihr müsst wählen mit euren Karten, was das tollste Kamel ist, welches als erstes ins Ziel kommt. Oder ihr wählt das olle Kamel, was wohl als letztes ins Ziel kommt. Das sind einige Aktionen, die wirken sich dann erst im Spielende aus. Ihr könnt auch solche Plättchen setzen, wie ihr hier seht, solche Palmen bzw. trockene Wüste. Das heißt, wenn nachher Kamele vorgezogen werden und landen sie auf so einem Feld, dann werden sie praktisch dann vorgezogen. Wie man das hier auch schön als Beispiel dann auch erkennt. So, das wäre eine weitere Option. Ihr habt auch die Möglichkeit, solche Wettkarten, ich glaube Wettkarten heißt sie, zu nehmen, weil immer, es wird hier gewürfelt. Es ist übrigens so ein dreidimensionaler Würfelbecher, wenn ihr das Spiel in Real seht, ist richtig gut gemacht. Ihr habt zu würfeln, allerdings, wenn die Würfel wechseln, dann kommen so kleine Wertungen. Und da will ich natürlich wissen, welches Kamel weit vorne ist. Also ich könnte jetzt auch sagen, komm, das Orange ist jetzt schon so weit, ich nehme hier so eine orangene Wettkarte oder ein Wettplättchen. So, mein Gegner ist dran und will das natürlich verhindern, deswegen wird hier diese ja, trockene Wüste platziert. Ich kann aber auch sagen, als Aktion würfel ich und dann wird das einfach ausgeführt. Und jetzt habt ihr gesehen, geht fast zu schnell, dass die Kamele, wenn jetzt ein orangenes Kamel ziehen sollte, dass es die oberen Kamele mitnimmt, mitschleift, mitträgt. So kann man das Ganze sagen. Und so funktioniert das ganze Spiel. Es werden natürlich immer Punkte verteilt und das Gute ist, wenn ihr das als Spiel absolviert, müsst ihr da jederzeit mitrechnen. Hier macht euch die App dann alles automatisch. Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen weiterfahren, ein bisschen würfeln. Habt ihr gemerkt, das war in dem Fall der Bereich. So, und dann ist praktisch jetzt wieder die Runde zu Ende, weil alle Würfel sind genutzt worden und so geht es quasi in die nächste Runde. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich tippe jetzt mal auf weiß gleich am Anfang, weil das bringt je nachdem auch Geld. So, mein Gegner sagt jetzt in dem Fall, nee, würfel ich erst einmal, ich will aber, dass weiß auf jeden Fall vorankommt. Na, läuft schon mal gar nicht gut. So, und ja, so läuft das Ganze und ihr merkt, zu zweit solltet ihr auf jeden Fall starten, damit der Überblick gewahrt ist, so muss ich sagen. Ansonsten nutzt ihr erst einmal die Einstiegsversion, aber ihr habt ja gemerkt, ihr habt die verschiedenen Aktionen, die ihr habt, Wettplättchen, in dem Fall Tableaus setzen oder auf olles oder tolles Kamel setzen oder würfeln dann. Das sind quasi die ganzen Aktionen, die sind in der Anleitung kurz und knackig erklärt worden. Wer das Spiel nicht kennt, der hat vielleicht da ein kleines Problem und damit bin ich ja quasi auch schon mitten im Fazit, brauche jetzt gar keinen Übergang hier machen. Also das ist schon ein Punkt, wo ich mir vielleicht die Anleitung ein bisschen länger gewünscht hätte, weil ich glaube, ich vermute, ich konnte es jetzt nicht ausprobieren, dass
Neulinge, die das nicht kennen, vielleicht da ein bisschen Problem haben und denken, wie funktioniert denn das? Aber ich finde es gut, dass man die Einführung hinterlegt hat. Das heißt, mit der Einführung kommt ihr nochmal rein. Ich bezweifle allerdings, dass die Einführung wirklich so aktiv angeklickt wird, weil die meisten wollen ja doch gerne losspielen und sich nicht lange aufhalten. Beziehungsweise, wenn sie es nicht kapiert haben, dann gehen sie nochmal zur Einführung zurück. Gut gelöst ist auch der Schwierigkeitsgrad, lässt sich immer schwer beurteilen. Also bisher, meine Leistungen sind doch sehr gut hier, aber ich habe es auch damals wie heute. Heute ist nimm so oft gespielt und da bin ich auch beim Punkt, weil es ist für mich, wenn ich es auf dem Brett spiele, ein Spiel, das spiele ich nicht zu zweit, zu dritt. Da sollten doch einige am Tisch sitzen, damit das Ganze Spaß macht, dass man zockt auf die einzelnen Kamele. Das auf jeden Fall. In der App allerdings, muss ich sagen, macht es durchaus zu zweit auch schon Spaß. Ich war dann selber überrascht. Ich habe es jetzt auch in verschiedenen Konstellationen probiert und habe gedacht, naja, zu zweit mache ich es gar nicht. Es war doch damals als Spiel schon doof zu zweit, aber das hat funktioniert. Also könnt ihr auf jeden Fall euch mal anschauen. Und es ist ein kleines Zocker-Rennspiel in dem Fall mit Punkten. Die Punkte wird man vielleicht auch nicht genau verstehen am Anfang. Ich habe das jetzt auch ein bisschen übersprungen, für was es Punkte gibt, weil dann hängt es auch davon ab, welche Position das Kamel dann einnimmt, ob es wirklich als erstes ins Ziel geht, wie ich das getippt habe, dann hängt es natürlich davon ab, wie viele Punkte ich dann wirklich kriege, wenn der Abstand dann da ist. Aber da ist die Anleitung wieder mit einer kleinen Übersicht da und die reicht dann wieder. Also er merkt so für und wieder, was den Bereich dann angeht. Und das war, wie gesagt, wieder auch mal so eine kleine App-Vorstellung. Mal schauen, ich habe ja schon in anderen Videos gesagt, ab und zu schiebe ich das gerne mal ein. Das soll aber kein Dauerthema werden. Aber so eine Verknüpfung zur Welt der Spiele, der analogen Spiele und jetzt hier auf digitale Weise umgesetzt, ist auch richtig toll gemacht, auch grafisch, hat natürlich schon seinen Reiz. Und hier auch das Ganze erst einmal ohne Sound, sonst versteht er mich ja gar nicht mehr. Ja, das waren alle Infos. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.